Ja, Leute, wir haben das Izuku mit Esser und Reinigungsset für euer Gesicht oder euren Körper heute im Angebot. Wir packen das Ganze einmal aus. Ja, leer. Dann bekommen wir diese wunderbare Hülle. Und durch das Draufdrücken kommen wir in die Mitte und wir haben hier zweimal Reinigungspads für die Teile. Eine Betriebsanleitung, die so das Grobe und Ganze erklärt, wie ihr das Ganze anwendet. Hier immer auch auf Deutsch. Englisch, Italienisch, Französisch. Tja, und hier ist schon das ganze Set. Wir haben hier als allererstes mal einen Aufstecher. Den stechen wir in die beispielsweise dicken Pickel rein. Und dann sollten die aufgehen. Dann haben wir hier eine kleine Zange. Oh, lästige Härchen, die Pickel verursachen, auszudrücken. Ein großes und grobes Ausdruckgerät, würde ich jetzt mal schätzen. Und auf der anderen Seite ein kleines, um Pickel auszudrücken und drauf zu drücken und Druck auszuwirken. Ja, hier geht das Ganze weiter. Wir haben hier auch wieder eine Spitze, die einmal da ist. Ein auch wieder Ausdruck. Punkt, um Druck auszuüben. Hier das Ganze nochmal und nochmal. Eins und zwei. Und hier nochmal das Ganze in klein. Also lauter schöne Sachen, um das Ganze auszudrücken. Und euer Gesicht mal richtig von Pickeln und dem Ganzen zu reinigen. An sich sind die Materialien aus Edelstahl. Super stabil, super robust. So ein Set wird euch bestimmt 5 bis 10 Jahre halten bei normaler Anwendung, außer ihr verliert es. Das Etui, hier auch der Rahmen, sieht sehr stabil aus. Einzig und allein hier die Verbindung zum Zumachen, die ist etwas wackelig. Und das Außenleder der Verpackung fühlt sich nicht so hochwertig an, das hört sich etwas, naja, weniger hochwertig an. Grob im Ganzen kann man allerdings für diese 10 Euro echt nichts sagen. Und es gibt ja auch noch Rabattcodes im Internet für dieses Produkt. Deswegen kann man echt nichts sagen. Denn im Endeffekt sind ja das Wichtigste die Geräte und weniger die Verpackung. Und die sind aus super gutem Edelstahl, super robust und gut anwendbar. Ja, Leute, falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir doch in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.